Ist die Welt nach der Münchner Sicherheitskonferenz ein Stück vom Abgrund zurückgetreten? Was meinen Sie? Ich denke, das war eine Münchner Sicherheitskonferenz, die vielleicht in die Annalen der Geschichte eingehen wird als die letzte friedliche. Ich glaube, wir rasen in absolut neue und gefährliche Konfliktspiralen hinein. Und ich bin kein Prophet, aber ich wage vorherzusagen, dass die nächste Münchner Sicherheitskonferenz viel konfrontativer und viel dramatischer verlaufen wird als die jetzigen, weil die Probleme dann alle zutage kommen. Wir haben überall Krisen und bedauerlicherweise ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz keine der Krisen irgendwie auch nur eine Lösung näher gebracht worden. Wir haben einen Zerfall des Mittleren Ostens, wir haben eine katastrophale Situation in Syrien, niemand schert sich darum, jeder will sein eigenes Süppchen dort kochen. Wir haben einen Ukraine-Konflikt, der stockt, weil die ukrainische Seite der Region keine Autonomie zugestehen will und der Westen auf eine Kosovo-Lösung drückt, also eine Übernahme des Donbasses durch UN-Friedenstruppen, die dann die Separatisten entwaffnen und das Gebiet an Kiew zurückgeben. Natürlich wird sich Russland, das andere Vorstellungen hat, dem entgegensetzen. Also hier kommt es auch nicht zu einer gemeinsamen Lösung. Und aus meiner Sicht ganz schlimm ist natürlich das Problem mit Nordkorea. Die Amerikaner haben ganz klar gesagt, noch vor den Olympischen Spielen in Südkorea, dass sie ein nukleares Nordkorea niemals akzeptieren werden. Also es wird wieder Sanktionen hageln, wieder neue Konfrontationen und so. Wenn man die Landkarte jetzt anschaut der ganzen Welt, dann sieht man diese ganzen Brandflächen, die ganzen Feuer, die gelegt worden sind. Die Lichter brennen und die Münchner Sicherheitskonferenz hat eigentlich nur zugeschaut. Jetzt werden wir mal konkret. Die Regulierung in Donbass wurde groß angekündigt, aber also es kam nichts zustande. Warum ist das so? Was meinen Sie? In Donbass kommt der Frieden nicht zustande, weil es völlig unterschiedliche Sichtweisen jetzt gibt, wie diese Region befriedigt werden soll. Die russische Position ist die, dass man den Konflikt einfrieren muss, den Krieg beenden sollte und dann eine Lösung schafft über eine Autonomie für die Region des Donbass, für die beiden selbstproklamierten Republiken, die aber trotzdem über Wahlen die Möglichkeit bekommen, dann im ukrainischen Staatenverband mit Kiew direkt über ihre Zukunft zu verhandeln. Der Westen will diese Lösung scheinbar nicht und möchte die Kosovo-Lösung. Das heißt, UN-Truppen sollen in den Donbass hineingehen, dort für Ordnung schaffen, die administrativen Leitungsfunktionen dort in der ganzen Region übernehmen, möglicherweise die Separatisten entwaffnen und dann die Region zurück nach Kiew bringen. Russland müsste sich dann absolut zurückziehen und hätte natürlich die Möglichkeit, aufzupassen, dass die Minsker Abkommen dann auch noch erfüllt werden, könnte es nicht mehr auf seine Art und Weise machen. Also gab es keinen Fortschritt. Es gibt vielleicht Licht am Ende des Horizonts, weil es immer wieder neue Lösungsmöglichkeiten gibt, aber die werden verworfen aufgrund der geopolitischen Interessen der eigenen Akteure. Die Europäer haben sich aus diesem Prozess fast ganz herausgezogen. Ich sehe Deutschland nicht, ich sehe Frankreich nicht in diesem Minsker Prozess. Nur viele Worte dort gesprochen werden. Vielleicht werden die Geheimverhandlungen, die zwischen Russland und Amerika, zwischen Surkow und Volker ablaufen, von denen man gar nichts weiß und nichts hört, weil sie eben im Geheimen ablaufen, vielleicht mehr konkrete Resultate bringen. Man müsste darauf eigentlich hoffen, dass die beiden ehemaligen Weltmächte und Supermächte hier eine geopolitische Lösung auch für die Ukraine finden, aber wir werden es sehen. Also die Europäer erscheinen jetzt immer weniger Rolle zu spielen im Konflikt, also vor allem Deutschland. Also die Konferenz fand auf dem deutschen Boden statt, aber wie gesagt, also Gabriel ist abgereist. Und also warum haben dann die Europäer das Interesse verloren? Die Europäer haben das Interesse nicht verloren. Erstmal muss man sagen, die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja nicht der UN-Sicherheitsrat. Da kann man ja nur hinter den Kulissen versuchen, Gespräche zu führen und Lösungen herbeizuführen, ohne sie dort in München entscheiden zu können.
Aber ich denke, das Problem ist, dass Deutschland jetzt mit der Regierungsbildung zu sehr beschäftigt ist. In allen Parteien rumort es und gerade in den Regierungsparteien. Die CDU ist sich nicht sicher, ob sie noch Frau Merkel folgen soll. Man sieht, dass es dort Flügelkämpfe gibt, die werden sich verschärfen, Jahr für Jahr. Und in der SPD weiß man nicht, ob die jetzige Führung überhaupt die nächsten Monate überlebt, wenn die Mehrheit der SPD-Mitglieder sich gegen den Koalitionsvertrag aussprechen. Und dann gibt es Herrn Gabriel, natürlich einen altverdienten SPD-Politiker, der 7 Jahre lang diese Partei geleitet hat, einen, denke ich, vorzüglichen Job als Außenminister gemacht hat. Und er wird einfach von der Partei abserviert. Gleichzeitig verschwindet der Vorsitzende dieser Partei, Herr Schulz, der vor einem Jahr noch mit 100%iger Unterstützung gewählt worden ist, wird in die Wüste geschickt, verschwindet absolut im Niemandsland. Ich glaube, die Partei, die SPD, steht hier eigentlich symbolisch für dieses ganze Chaos, was man heute eigentlich in der Parteienlandschaft in Deutschland, in der deutschen Eliten sieht. In anderen Parteien passiert das ja auch, dass Spaltungstendenzen gibt es sowohl bei der Linken als auch bei der AfD, bei den Grünen. Also man muss sagen, Deutschland gibt nicht mehr dieses Bild der großen Stabilität, des großen Stabilitätsankers ab, wie in den letzten Jahren. Und das ist, Deutschland wird es überleben, weil die deutsche Wirtschaft außerhalb der Politik sehr gut funktioniert. Aber für Europa ist es schlecht, weil die Europäer eine Führungsnation verlieren, auf die man gesetzt hat, die eigentlich die einzige ist, die die Kraft dazu hat, die Energie, den politischen Willen, Europa nach vorne zu bringen. Wir sind auf einer historischen Veranstaltung, das Fanal von Stalingrad. Sie sind selbst ein Historiker. Wenn wir jetzt wieder bei Münchner Konferenz sind, dort hat Lavrov eine historische Parallele gezogen. Also Vorkriegszeit, München Abkommen 38, darauf folgender Krieg. Also und jetzt Osterweiterung der NATO, Militarisierung Europas. Das heißt, seine Warnung wurde nicht gehört. Das Problem ist, dass wir wieder im Zweiten Kalten Krieg gelandet sind, ohne zu wissen, warum das passiert ist. In der Tat werden ganz heftige Instrumente, ich würde auch sagen Propagandawaffen, in Stellung gebracht, um Russland, anders kann ich das auch nicht deuten, aus Europa zu vertreiben, aus Europa herauszupushen, herauszubringen. Es gibt dann natürlich die Gegenbewegung, Russland in Europa zu halten und ein Europa zusammen mit Russland, nicht gegen Russland aufzubauen. Aber die Kräfte, die das wollen, die schwinden aus meiner Sicht. Und den russischen Eliten und Lavrov ist das natürlich alles anzusehen, dass sie sehen, dass es überhaupt keine Berührungspunkte mehr mit dem Westen gibt. Die ganzen Argumente, die Russland vorbringt, und man muss ja nicht mit allem einverstanden sein, aber man muss einfach akzeptieren und respektieren, dass eine Großmacht, Weltmacht nicht mehr, aber Großmacht wie Russland, natürlich eigene Interessen hat und natürlich Mitspracherecht in Europa einfordern muss, als größter Flächenstaat Europas und als Kulturnation Europas. Aber dass alle Forderungen Russlands als Propaganda abgetan werden, als Fake News, als falsche Wahrheit und nur die westliche Wahrheit zählt. Und das dauert schon über Jahre hinweg. Und ich glaube, da ist man inzwischen an einen Punkt gelangt, wo man einfach auch von russischer Seite und von westlicher Seite auf das Gegenüber mit größter Aggression reagiert. Man will reden und man kann nicht reden, weil jeder in seiner Wahrheit sich völlig versteift hat. Vielen Dank für das Gespräch.